Einen schönen Tag. Wir müssen anfangen, weil wir direkt im Anschluss an diese Vorstellung gibt es noch eine weitere Vorstellung im Filmmuseum. Es wird bestimmt noch der eine oder andere jetzt als Nachzügler hereinkommen, aber es ist wichtig, dass alle den Film sehen und nicht unbedingt meine Rede hören. Insofern fange ich jetzt einfach mal an, auch wenn noch nicht alle da sind. Sehr geehrter Lars Lindt, lieber Erik Friedler, sehr geehrter Herr Hanfeld, liebe Frau Gickers, und ich habe Harry Schnabel vom Vorstand der jüdischen Gemeinde gesehen. Harry, wo bist du? Hallo, Harry. Liebe Gäste, am Tag, als der Clown weinte, der kürzlich verstorbene Jerry Lewis versuchte sich 1972 als Regisseur an der tragischen Geschichte des Berufsclowns Helmut Dorg als politisch verfolgter Gefangener in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager. Die fiktive Geschichte eines Clowns, der zunächst versucht, am Lagerzaun, der die politischen Häftlinge von den jüdischen Kindern trennt, diese in der menschenverachtenden Hölle eines Konzentrationslagers zu unterhalten und nach verschiedenen Wirrungen das Angebot erhält, er möge die zum Tode bestimmten Kinder ruhigstellen, indem er sie auf dem Weg in die Gaskammern mit seinen Clown-Einlagen ablenken und unterhalten soll. So gelangt er, der Clown, an der Seite der Kinder nach Auschwitz. Bei einer seiner Versuche, den zum Tod geweihten Kindern ein Lächeln zu entzaubern, stößt er auf ein Mädchen, die um ihr Schicksal weiß. Beiden ist klar, wohin die letzte Reise führen wird. Dorg, der Clown, gespielt von Jerry Lewis, nimmt das Mädchen an die Hand und geht mit ihr den Weg in den Tod. Nicht nur diese anrührende Geschichte, die viele Fragen aufwirft und Vorlage für den Oscar-prämierten Roberto Benigni-Film Das Leben ist schön wurde, sondern vor allen Dingen die Geschichte des Scheiterns von Jerry Lewis haben dieses nie gezeigte und nie vollendete Werk zu einem der größten Mysterien der Filmgeschichte gemacht. So stellt sich Lewis 1926 als Joseph Levitch in den USA geboren, in dem Dokumentarfilm von Erik Friedler, den wir gleich sehen werden, die Frage: Juden, die man vergaßt, wo soll denn da die Comedy sein? Unter diesem Blickwinkel musste der Film natürlich scheitern. Nichts, aber auch gar nichts darf uns zum Lachen bringen, wenn wir an das unermessliche Leid des Holocaust denken. Aber das Lachen eines Kindes in der Hölle von Auschwitz, dem Tode geweiht, berührt und zeigt den Wahnsinn und das Ausmaß des nationalsozialistischen Völkermordes an den europäischen Juden jenseits des Rationalen. Das ist das Anrührende von Beninis Das Leben ist schön, aber vielleicht, so denke ich, war dieser Versuch 1972, nur 27 Jahre nach dem Holocaust, verfrüht und damit von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich bin gespannt auf den gleich folgenden Dokumentarfilm über dieses Scheitern und freue mich, dass wir heute Erik Friedler persönlich bei uns haben. Erik Friedler, 1971 geboren, ein Kind der Kölner jüdischen Gemeinde, Preisträger des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises 2003 und 2008, zweifacher Preisträger des Deutschen Fernsehpreises und fünffacher Preisträger des Grimme-Preises in den verschiedensten Kategorien, um nur einige seiner Preise zu nennen, gilt als einer der exzellentesten und profiliertesten Dokumentarfilmer der Bundesrepublik, dessen Features und Filme teilweise als Filmklassiker gelten. Mir persönlich, lieber Erik, ist in ganz persönlicher, in besonderer Erinnerung dein Zweiteiler Aged über den Völkermord an den Armeniern 1915 und 1916 geblieben. Bei aller Singularität des Völkermordes an den europäischen Juden, dem Holocaust, ist es richtig und wichtig, das Leid und die Verfolgung anderer Völker, anderer Menschen zu zeigen und dem Vergessen zu entreißen, als stetige Mahnung daran, zu was Menschen in der Lage sind, anderen Menschen anzutun. Diese Dokumentation führte im Übrigen dazu, dass Erik Friedler monatelang Personenschutz notwendig hatte, für die geschichtliche Wahrheit einzutreten und dass auch dies Aufgabe der Presse und der Medien sein muss. Dafür ist Erik Friedler ein leuchtendes Beispiel. Herzlich willkommen, lieber Erik.
Last but not least, herzlich willkommen Lars Lindh. Der 1935 geborene Lars Lindh hat sich extra von Stockholm nach Frankfurt für diesen heutigen Abend auf den Weg gemacht. Und wer jetzt nachrechnet, der weiß, dass das umso eine größere Freude und Ehre ist, Sie heute hier bei uns zu haben. Er ist einer der wenigen Zeitzeugen dieses Filmprojekts und es ist uns eine Ehre, dass Sie, lieber Lars Lindh, heute unser Gast sein dürfen. Im anschließenden Gespräch mit Michael Hahnfeld von der FAZ, für dessen sofortige Zusage die Gesprächsleitung zu übernehmen, ich mich herzlich bedanken möchte, wird uns damit die Möglichkeit gegeben, ein Teil der Geschichte dieses Films zu werden. Ihnen einen spannenden Nachmittag hier im Deutschen Filmmuseum im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen 2017 und herzlichen Dank für Ihr Kommen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Hahnfeld, ich arbeite bei der FAZ und ich habe die große Ehre und Freude, mit zwei Legenden über den Film, den wir gerade gesehen haben, zu sprechen und über den Film, von dem dieser Film handelt. Ich glaube, man kann merken, warum Erik Friedler so viele Preise bekommen hat, denn er ist ein Schatzsucher und Menschenfischer, der Geschichten auftut, von denen man vorher gar nicht dachte, dass es sie überhaupt gibt. Und er bringt sie auf die Leinwand. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, da hatte er die härteste berufliche Zeit, er war nämlich Hospitant bei der FAZ und hat dann aber eine Karriere gemacht, wie sonst keiner bei unserer Zeit. Wow, das sagst du. Das sag ich. Und Lars Lindh ist eine Legende des schwedischen Schauspiels, im Theater, im Kino und im Fernsehen. Er hat mitgespielt zum Beispiel schon mit Ingmar Bergman, bei Ingmar Bergman 1957, das siebente Siegel. Bei uns im Fernsehen war er zuletzt zu sehen in einer Arne Dahl-Verfilmung. Und auch, dass er und die anderen, die wir gesehen haben, an diesem Projekt von Jerry Lewis mitgewirkt haben, das hatte schon seinen Grund. Erik, wie bist du auf die Idee gekommen, dass dieses bis dato ungelöste Geheimnis der Filmgeschichte überhaupt zu lösen sei? Man wusste ja nicht, ob es überhaupt noch etwas von diesem Film gibt. Wenn ja, was? Und Jerry Lewis wollte ja nicht darüber reden. Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mich wirklich sehr, sehr bedanken, dass ich hier sein darf, in Frankfurt, hier im Filmmuseum. Und ich danke für die tolle Projektion, die Paranoia eines Filmemachers. Und es war schon fast die Ehre zu viel, als ich hörte, dass du jetzt heute Abend moderierst. Und dafür danke ich dir sehr und danke für deine Empfehlung damals vor 20 Jahren, dass ich doch besser beim Fernsehen aufgehoben bin, als für eine Zeitung zu schreiben. Ich habe mich rangewagt und es war zunächst mal eine Idee und wir waren alle sehr verunsichert und das ganze Team war verunsichert, was dabei rauskommen sollte. Wir wussten nicht, was dabei rauskommen würde. Und als ich den Film jetzt eben gesehen habe, gingen mir wahnsinnig viele Dinge durch den Kopf. Ich habe versucht, es aufzuschreiben. Ich sehe, dass ich meine eigene Schrift gerade nicht so richtig lesen kann. Nämlich, dass es so leicht gewesen wäre, wenn es dann schwarz-weiß gewesen wäre. Er ist gescheitert und wir haben ihn zum Sprechen gebracht. Und dann hätte er darüber gesprochen. Und es war schon fast so, dass ich dann dachte, es ist nicht the day the clown cried, sondern the day that Eric cries, weil ich habe mit so vielen Dingen plötzlich zu tun gehabt. Wir fanden plötzlich Teile des Materials. Das war schon für uns die Sensation. Dann haben wir Jerry Lewis zum Sprechen gebracht. Das war auch toll. Und dann haben wir aber gemerkt, das ist es aber nicht, es ist viel komplizierter. Es gibt noch einen Produzenten, es gibt sein eigenes Gefühl des Scheiterns, seine eigenen Ansprüche an einen Film. Es gibt so viele Komponenten, dass er eigentlich einen guten Deutschen, nicht-jüdischen Deutschen darstellen wollte. Dann wiederum wollte er versuchen, die Shoah, den Holocaust zu begreifen. Dann begriff er es irgendwie doch nicht und hat es nicht durchdrungen. Dann nimmt er obendrein noch einen Nazi als Fachberater. Also es waren so viele Komponenten, dass ich nicht mehr genau wusste,
in welche Richtung soll jetzt der Film gehen? Und deshalb ist er eben auch so lang geworden, wie er geworden ist, weil wir dachten, na gut, jetzt haben wir alles zusammen, jetzt müssen wir es so erzählen. Aber die Sicherheit zu haben, ja, daraus wird was, das hatten wir nie, das habe ich sowieso nie bei all den Projekten, die ich mache. Ich versuche, sie anzugehen, so gut ich kann. Ich scheitere oft genug. Manchmal bleiben die Sachen dann auch einige Jahre liegen und dann gehen sie irgendwann mal weiter. Lars, when Jerry Lewis came up with this movie and asked you to be part of it, what did you think about it? What did you expect? What did you know what this film should be? Yes, I did. First of all, we all got very flattered that we were asked to be in it. But I knew what it was about. And of course, I didn't know the result or anything, but he explained it very clear to us what this was about. And he first time I met him, he saw me on stage, and then I got a phone call the day after, and he wanted to see me in a hotel in Stockholm. And then he explained a little what it was about. And then the summer came. This was in the spring. And late summer, he came back to Sweden. And then first day I met him, he explained the whole thing, what it was about. And we were very aware of the reports from the Holocaust during the war. So, I mean, I'm born 1935, so I knew what all about. And like I said in the movie here, I said all Swedes thought all Germans were Nazis after the war. That was not the truth. But the fact is that up till 1946, we always have to read German in school. 1946, that year, we went to English. So they took, that's what I meant, really. Now I knew what it was all about. But when someone like Jerry Lewis comes from the United States and wants to do a comedy on the Holocaust. This is something different than doing a film, a tragedy. Yeah, yeah. We all knew he was a great comedian, but he explained that it was serious. It was serious. This, but the plot that he as a comedian would do this. It was clear for us. It was clear for us. And when you did the shooting, did you have the feeling that this was working? We heard now. Yeah. All of us sing out. No. Yeah, but we hear from Jerry Lewis that he wasn't convinced at all, that he made a big mistake. It was not contented with his work. But when you were there day by day working on this, you must have been convinced. It was, as I remember it, it's 45 years ago, but I remember he was convinced. He was very, very secure and when he directed and all that. So we knew what it was about. The producer didn't know, I think, really. They thought it was going to be a comedy thing. Erik, wie schätzt du das ein? Du hast im Laufe deiner Recherche aufgetan, was alle nicht wussten, auch was die noch nicht wussten, was niemand wusste, die in deinem Film sprechen, welche Komplikationen dahinter waren mit der rechten Frage. Aber dann haben wir auf der anderen Seite Jerry Lewis, der in diesem Punkt dann ganz einfach sagt, das war schlechte Arbeit. Was würdest du sagen? Du
lässt es ja gewissermaßen offen. Ist das für ihn entscheidend gewesen oder hatte er Angst vor der eigenen Courage bekommen? Hätte er sich das lösen lassen am Ende, wenn man gewollt hätte? Ich denke schon. Ich denke, es hätte sich lösen. Er wollte es ja auch lösen. Er wollte ja nochmal den Film machen. Er hat sich, nachdem einem Regisseur alle Katastrophen widerfahren sind, die einem Regisseur widerfahren können. Also erst einmal die eigene Skepsis, dann die Einsamkeit des Helden, den er selber spielt, seine eigenen Misserfolge unmittelbar vor den Dreharbeiten und dann das Gefühl zu haben, dieses Thema nicht ganz durchdrungen zu haben. Und dann plötzlich der Produzent, der abspringt, selber weiter zu produzieren. Und dann zu sagen, naja gut, also ich hau jetzt ab, ich lasse jetzt mal alles im Stich. Dann sich wieder aufzuraffen, um dann doch den Film zu Ende zu machen, das zeigt ja, dass er es wollte. Und ich glaube auch, dass alle Inkredenzien da waren, um es auch hinzubekommen. Ich glaube, er hätte das Ding irgendwie drehen können vielleicht. Vielleicht wäre es irgendwie auch im Kino irgendwann mal erschienen. Vielleicht wäre es auch kein großer Erfolg geworden, aber er hätte es zumindest zu Ende gestellt. Aber dann zu erfahren, dass die Rechte noch nicht mal gesichert waren, also das war noch sozusagen der Todesstoß am Ende für ihn. Und ich kann nur sagen, man muss immer alles so in der Zeit betrachten, wo etwas dargestellt und hergestellt wird. Und natürlich machen wir heute Filme anders und sehen auch Filme anders im Kino und im Fernsehen, moderner und nach unseren eigenen Sehgewohnheiten. Aber man muss einfach auch sehen, dass es, also ich sah ja eine ganze Menge Szenen, die ich selber auch toll fand. Ich sah auch Szenen, die schlecht gedreht waren. Ich sah auch Szenen, wo er selber schlecht war und ich sah Szenen, wo er sehr gut war. Aber was wir ja gefunden haben, waren ja nur Exzerpte, waren ja nur Filmausschnitte von 24 Minuten, die wir versucht haben, mit den schwedischen Schauspielern zu vervollständigen. Deshalb können wir es ja eigentlich auch nicht beurteilen. Man kann es vielleicht nur dann beurteilen, wenn irgendwann mal jemand alle Bestandteile zusammentut. Aber wir wissen, dass Jerry Lewis ein paar Rollen hat. Wir wissen, dass der Hospitant, Produktionsassistent Hans Crispin eben auch ein paar Rollen hat und mal sehen, wer irgendwann mal vielleicht alles zusammenstecken kann, um wirklich zu sehen, was dahinter steckt. I also must say that this was the first time I experienced that the shooting, he also had a video, taking. At the same time, you didn't have to wait 24 hours for developing the film. So he was very happy when he saw it and told us all the shots. Yeah. So, but there must have been one turn around. I mean, we hear Erickson, the cameraman, saying suddenly he came up and said he took the last few rolls out of the camera and he went. Yeah. So there must have been one situation that he was not satisfied with everything and quite depressed. Maybe it was something that came all together, you know, the depression, the feeling that it's not good enough, the producer, everything at once. Maybe. Yeah, but I think we were ready with our parts by that time. Mm. So I just heard it. But you actors never saw anything right? No. He was always good, in a good mood. Yeah, very professional, in good mood, and very patient and very, very picky on things like we saw the French thing there. So, but when the movie was done, how could he leave without saying a word? Yeah. And you never heard of him. You only saw him here. Eric. No, you only saw him in our movie, right? Yes. But you never saw him again. No. Yeah. No. Never. But the good thing with this is that we Swedish actors, we forget it all the time. Yeah. We Swedish actors, we found each other again after all these years, and we have a little club called Jerry's Boys. All these guys, and we see each other once a month and talk about Jerry and old times, and I think it's so thanks to Eric we have this club. Thank you for that. Yes, thank you.
And what about the idea to reenact the movie, to have these scenes we see in Eric's film? Whose idea was this? Yours. Mine? Yes. Yes. Yeah, we were. We went to dinner after you made an interview with me, and we sat and spoke, and all of a sudden, why don't we do this? Do reconstruct the scenes that we have script for. So we did that. Yeah. That was a very, 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 was a good time. And how was it? It was a good time. Yeah, but not only a good time. How was it to have these things 40 years later done with your colleagues from 1972? It was very strange, very strange. And by the way, I love this German voice that's doing me. I'm going to hire him for the rest of my life. It's a good act. It was strange. It was strange to. And first of all, I was. Yeah, it was strange. Wie war das, Erik? Du warst ja, ja Zeuge, du warst ja in dem Fall der Regisseur. Wie war denn das mit den. Also, erstmal ist man ein bisschen hemmungsgeladen, weil man irgendwie 7 Legenden vor sich hat, denen man eigentlich als Regisseur eigentlich ungern irgendwas sagen möchte. Und ich habe mich auch weitestgehend versucht zurückzuhalten, weil die waren zwar alle sehr nett zu mir, aber sie haben mit den größten Regisseuren der Welt zusammengearbeitet und ich kam mir dann irgendwie doch ein bisschen klein und mickrig vor und habe versucht, irgendwie die Dinge so zu regeln, dass sie zumindest gefilmt werden konnten, weil ich einen unglaublichen Respekt vor allen hatte. Die Entscheidung, die dann irgendwann mal fiel, war ja, wir hatten diese Filmausschnitte, die ja im Übrigen teilweise perforiert waren und eben auch nicht vollständig waren, die wir übrigens hier auch lippensynchron nachgearbeitet haben, Stück für Stück für Stück, damit sie überhaupt sendbar waren. Und das war ein sehr großer, langer Weg mit dem Originalmanuskript und sehr, sehr viel Arbeit. Und dann natürlich eben, wir haben gewusst, dass wir die Geschichte nicht verstehen würden, wenn wir sie nicht vervollständigen. Und dass die Schauspieler da waren, das war natürlich das Tolle. Aber die Schauspieler selbst, wie sollen wir sie nehmen? Sollen wir sie nochmal verkleiden in ihren Rollen von damals? Sollen sie plötzlich irgendwie einen SS-Mann spielen, sind aber heute 88 Jahre alt? Das war irgendwie komisch. Deshalb haben wir das quasi wie eine Theaterprobe gemacht, wie eine Werksprobe gemacht, natürlich mit aufwendigem Licht, aber mit ganz normaler Kleidung, vielleicht mal eine Mütze, vielleicht mal ein Starkstock, aber keine große Kostümierung. Viele spielten ihre Rolle noch einmal, wie Nils Eklund, der den Bartender spielte. Der kam sich sehr, sehr komisch vor. Er schlief übrigens auch oft ein bei den Dreharbeiten, aber was soll man einem 92-jährigen Mann sagen, ja? Dann schläft er halt und dann hat man ihn dann irgendwann mal geweckt. Und die Kollegen haben oft mit ihm geschimpft und miteinander so, aber sie waren sehr gut zueinander. Sollen wir jetzt Frederik Olsson nehmen, der mit seinem Rollator reinkommt? Sollen wir ihm den wegnehmen oder sollen wir es ganz natürlich so nehmen, wie es ist? Und wir haben uns alle entschieden, wir nehmen sie heute so, wie sie sind. Und es war auch gut so. Und ich hatte auch das Gefühl, dass alle irgendwie das Gefühl hatten, sie machen etwas, worüber sie sich jahrzehntelang Gedanken gemacht haben. Was aus dem Film? Sie haben jetzt sozusagen 40 Jahre später ihren eigenen Film vervollständigt, wieder zu Ende gebracht. Das war eigentlich die Mission. The guy who fell asleep is 91 years old, so he's forgiven. Yes, he's forgiven, yeah. But we could hear him snoring, you remember? Yes. I said, okay, let's go, and then the camera was starting, and everything was starting, and then we heard in the back, and everyone was calling Niels, and then he woke up, yeah, okay. Yeah. Yeah, but we are making fun of it, but 45 years ago, one should have raised the same question as today, whether it's not just a weird idea to do a comedy on Holocaust and to tell a story like this. Yes, it is. It is. Afterwards, you
It's too early, too early. Benigni did it 10 years after, or 15 25 years. 25 years yeah. after, okay. But this was too early. It was too early. But we didn't realize, we were so... he's a wonderful man. He was a wonderful man, Jerry Lewis. He was very, very... So I didn't think there were any problem with it. But Once told me Jerry Lewis, charismatic, big star, so yeah. everybody of you were very proud that you participated in the film. So that's the first thing. Yeah. And then you don't ask if he's doing the right job or he's doing the right film. No. You're an actor, so you act, right? No. I mean, like some producer said to me, the closest you can come to Jerry Lewis in the United States is the box office. Yeah. I mean, yeah. We were privileged, to work with. So no questions because of the film We've been laughing at all his films during the years when we were young and. Aber was würdest du sagen, Erik, als Filmemacher und Regisseur? Ist die Idee nicht per se verrückt gewesen damals, vielleicht noch viel mehr als heute, und hat nicht dann Claude Lanzmann recht, der in deinem Film auch vorkommt und sagt, Jerry Lewis hat richtig gehandelt, sich dafür zu entscheiden, diesen Film nicht fertig zu machen. Es gibt ja auch viele Kritiker von Roberto Beninis Film Das Leben ist schön. Also ich kenne auch Menschen, die den Film nicht gut finden. Ich weiß es nicht. Ich habe das Thema Holocaust, Shoah immer nur dann als Ernstes gesehen und würde es selber auch immer nur so anfassen wollen. Ich könnte mir nicht vorstellen, es irgendwie durch Comedy oder komische Dinge zu vermitteln. Und wenn ich in der Nachbetrachtung sehe, ich es auch als völlig skurril und absurd zu denken, dass man Kinder zur Gaskammer bringt als tragischen Abschluss und zwischendrin hat man noch ein paar komische Momente mit ihnen. Natürlich kann man daran denken, an die Philosophie von alles, was irgendwie komisch ist, kann auch irgendwie tragisch wirken oder das Tragische wirkt noch mehr nach, wenn es irgendwie durch komische Dinge eingeleitet oder vorgeführt wird. Aber es ist so immer nah ans Scheitern, gerade bei so einem ernsten Thema. Also wenn du mich fragst, ob ich jemals so etwas so machen würde, ich würde es auf gar keinen Fall so machen. Und ich denke, Lanzmann hat recht, dass aus welchem Grund auch immer Jerry Lewis die Reißleine gezogen hat, war es meiner Meinung nach auch richtig. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb er auch nie darüber gesprochen hat. Letztendlich, diese Doku ist ein Film auch über das Scheitern eines Künstlers, das Scheitern in der Kunst, das Scheitern an Idealen, das Scheitern, Dinge nicht richtig durchdrungen zu haben, vielleicht zu simpel mit Dingen umzugehen, wie mit der Shoah. Also es gab so viele Inkredenzien da drin, die schief liefen. Und deshalb war es richtig, dass der Film möglicherweise auch niemals so gezeigt werden konnte. Also man muss sich die Disparität schon mal vor Augen halten. Er will eine Comedy drehen und er engagiert als technischen Berater, Entschuldigung, nicht nur jemanden, einen SS-Mann, sondern jemanden, der an der Vernichtung von Juden direkt beteiligt war. Genau. Ja? Also das ist total absurd. Als wir darauf gekommen sind und dann auch irgendwie gesehen haben, wer das war und so weiter, natürlich haben wir gegenrecherchiert. Und wir gesagt, mein Gott, ja, wie kann man so etwas machen? Also das war schon pervers. Das kommt eben auch noch dazu. Das heißt, neben all seinen eigenen inneren und äußeren Schwierigkeiten macht er noch so etwas, weil er glaubt, er hat so ein hehres Ziel, dass er obendrein noch humanistisch agieren muss, um dann noch einen Nazi als Fachberater zu engagieren. Und dann engagiert er noch eine der berühmtesten Kostümbildner der Welt zur damaligen Zeit, Margot, der selber Jude war in Berlin. Also da hat man beide Pole plötzlich irgendwie, wo man selber dann als Dokumentarfilmer denkt, weißt du was, am besten man lässt die Finger dann auch noch davon, weil wie soll man das jetzt auch noch darstellen? Ja? Weil deshalb war ich auch froh, dass es eben auch eine klare Haltung und auch eine Meinung dazu gab, zu diesem Fachberater. Aber Jerry Lewis war vollkommen davon überzeugt, dass er richtig gehandelt hat. Er war vollkommen überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. How was it on set, Lars?
with a guy like him, like this technical supervisor who was involved in... You never met him, right? I never met him. Hmm? I never met him. But it's terrible. For me, I agree with Thomas, who said, I mean, it's unbelievable. It's unbelievable to hire that kind of... For me, it's unbelievable. I never met him. We were perhaps, like we said before, but there was little things that we reacted on for as an actor and all that. And that long hair, by the time the Germans were in motorcycles and all that, long hair, because it was the 70s. Little things like that was the only we thought of. Have you thought of why is he in his clown outfit in the camp? Where did he... Little things like that, we reacted to. But not to the idea or... You were just convinced because it was Jerry Lewis. Yeah, you thought. You thought he was... Nothing to talk. You thought he knows what he's doing. Yeah. And in fact, he actually didn't know really what he was doing. No, I'm probably the only one who thought he was doing. Yeah. No, but everybody thought so. Aber Erik, Jerry Lewis zieht sich auch auf den Punkt zurück, dass er sagt, ich wollte der Beste sein und er wollte immer die beste Comedy abliefern. Aber wenn man dann feststellt, in diesem Film ist nichts komisch, dann muss man ihn trotzdem nicht für gescheitert halten. Nee. Könnte man ihn trotzdem machen. Du hast recht. Das, was wir gesehen haben, also eine Kunst von Erik Friedler, steht ja darin, uns auch Dinge zu zeigen, indem er hier aus dem Film montiert. Ja? Also es ist im Grunde genommen, sehen wir ja viel von diesem Film. Das muss auch keine Comedy sein. Wenn man feststellt, ja, es ist so nicht komisch. Du hast recht. Er hätte schlicht und ergreifend ein Drama draus machen können am Ende. Aber er hatte offenbar eine andere Agenda. Er hatte es anders gesehen. Ich glaube, er hat sich völlig verlaufen. Weil, wie Lars eben sagte, man sieht ihn ab und zu mal dann in Szenen, wo er dann sein Clown-Outfit hat, also geschminkt im Lager. Und dann gibt es auch ganz viele logische Fragen, woher kriegt er gewisse Sachen her, wie kommt er dazu, in einer Zelle zu sitzen, eine Zigarette zu rauchen oder gewisse andere oder Streichhölzer. Also gab es ganz viele verschiedene Absurditäten, ja, von Dingen, die einfach in einem Konzentrationslager einfach unmöglich waren, über die ist er dann ohnehin schon hinweggegangen. Aber man hätte tatsächlich aus dem Material eine Tragödie machen können. Und möglicherweise hätten die Leute das dann eben auch akzeptiert. Und vielleicht war das auch, so habe ich zumindest verstanden, sein Ansinnen in dem Moment, als er sagte, er würde versuchen, neue Szenen nochmal neu zu drehen, um vielleicht das, was er geglaubt hat, was gekippt ist, wieder zu kitten. Aber da hat er eben keine Chance gehabt, weil die Rechte eben nicht mehr da waren. Also insofern, die Sache hat ihm keine Chance mehr gegeben. Aber ich glaube, sein eigentliches Ziel war, eine Tragikomödie zu machen. Du musst uns aber auch noch verraten, Erik, wie du Jerry Lewis, der im August im Alter von 91 Jahren verstorben ist, dazu bekommen hast, uns von seinem Vermächtnis zu erzählen. Denn bis dato hat er das komplett abgelehnt. Die Experten, die du hörst, wissen so alle von der Legende dieses Films. Aber du hast ihn zum Reden gebracht. Man weiß, der King of Comedy, also dieser Joke mit dem Box-Office, der ging ihm auch bei Journalisten, glaube ich, zu Recht voraus, nach dem Motto, bei dem fliegst du schneller raus, als durch die Tür reingekommen bist. Das war auch eine Woche vorher so. Also ein Kollege der BBC war bei ihm und hat nur eine Frage zu dem Film gestellt und er wurde gleich rausgeschmissen mit den Worten, that's none of your fucking business. Als ich das dann hörte, haben ja schon alle Flüge gebucht, ja, gab es eine kleine Verunsicherung. Und als ich dann da war, sagte mir der Manager am frühen Morgen, well, Eric, he's not in a good mood.
he didn't sleep well und wir haben schon alles aufgestellt und die Kameras und so weiter und ich war total nervös und so wie bei Frost Nixon alle Fragen nochmal durchgegangen und was passiert wann und wenn er das sagt, wie reagiere ich dann und so weiter, so wie man das dann so macht. Und am Ende wird ja sowieso immer alles anders bei Interviews. Und dann kommt dann so eine Aussage und der Manager sagte noch, ja, vielleicht sind es dann 2-3 Minuten. Und dann denke ich, oh Gott, ja, wie rechtfertige ich das jetzt, ja? Also wir sind in Las Vegas, ja, und alles gemacht und schön, ja. Ich sah mich schon nach Hause fahren und dem Sender, der mich ohnehin schon fragt, ob das einen norddeutschen Bezug hat, ja, das Thema, dann noch erklären, dass Jerry Lewis keinen Bock hatte, mit mir zu reden, ja. Also ich habe mir schon in die Hosen gemacht, ja. Und dann kam er rein und worauf wir versucht haben zu achten, also wir haben im Vorhinein sehr, sehr viel recherchiert, wie er so drauf ist. Und erstmal war es so, dass wir alle Anzüge trugen. Anzüge und Krawatten. Er hatte keinen an. Nee, er ist ja auch Jerry Lewis. Also. Aber er kommt aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit. Und wir haben gedacht, irgendwie, was er wirklich nicht mochte, sind Typen, die dann irgendwie mit ihrer 5D oder C300 vor denen stehen und dann irgendwie sagen, how do you feel? So, das mag er gar nicht. Also er kam rein und sah zumindest irgendwas wie so ein Filmset. Ja? So, wir haben noch ein paar Kinoflows extra aufgebaut, damit es noch ein bisschen noch irgendwie noch extra aussieht. Und das fand er gut. Kam gleich mit den Kameraleuten ins Gespräch, hat mich völlig ignoriert. Wir haben ihm seinen Highchair, seinen Regiestuhl besorgt aus Los Angeles, wo drauf steht Jerry Lewis. Das fand er cool. Seine Lieblingslimonade, irgendwas Dr. Pepper Fanta Style, fand er auch gut, gekühlt. Aber mich erstmal ignoriert. Und dann hat er die Regie übernommen. Also er hat dann dem Kameramann gesagt, so rolling und Licht muss mehr nach da und hat erstmal alles übernommen. Und ein guter Rat, den ich mir eingeholt habe, war, wenn er das macht, was er immer macht, nicht intervenieren, laufen lassen. Er wollte das Gefühl haben, er ist der Regisseur. Und das habe ich auch ihm gewährt. Er hat es übernommen und dann fing ich an mit den ersten Fragen, wie in einem Gespräch. Und dann kamen wir ins Sprechen und ich hatte einfach vielleicht das Glück, dass er in dem Moment sich wohlfühlte oder es kam mir fast so vor, als wäre es sein Testament gewesen. Also er wollte auch darüber sprechen. Er wollte in dem Moment sich offenbaren und deshalb sagt er auch, ja, jeder wird mich fragen, warum jetzt plötzlich jetzt und auch noch ausgerechnet mit dem Deutschen, ja. Aber solche Dinge, da hatte er keine Barrieren irgendwie. Es war eher so ein Trauma für ihn, das Ganze. Und wir sprachen sehr lange miteinander. Und ich war sehr dankbar dafür, dass er uns so viel Vertrauen geschenkt hat. Er war völlig resistent gegen die Frage, als ich ihm sagte, wir haben Teile des Rohmaterials gesehen. Wie empfindet er das denn? Da war absolut apodiktisch und sagte, das ist mir völlig egal und ob du das gut findest oder andere das gut finden und so weiter. Er hat danach, als er den Film gesehen hat, klar geäußert, dass er es cool fand und gut fand. Das hat uns natürlich alle sehr bewegt und stolz gemacht. Wie gesagt, wir konnten eben nur mit den Bestandteilen zurechtkommen, die wir hatten. Aber das war das Ziel. Und wenn du das so empfindest, dass du sagst, letztendlich haben wir den Film jetzt gesehen mit den Originalschauspielern heute und mit den Bestandteilen, die wir dann gefunden haben, dann ist es das, was wir eigentlich auch erreichen wollten. Wir wollten es irgendwie so komplett machen, wie es geht. Das heißt, Jerry Lewis hat deinen Film gesehen? Ja, er hat es 1000 Mal geliked irgendwie auf Facebook. Und er wäre Facebook-affin gewesen. Und Twitter-affin und in jederlei affin technische Dingen gegenüber. Und der Manager hat sich gemeldet und fand es irgendwie auch gut und so weiter. So. Aber es ist nicht so, dass man Jerry Lewis kennenlernt und dann irgendwie anruft und sagt, hey Jerry, how do you like it? Also das ist ein Star, ja? Ein Star, der durch diesen Film das größte Tief seines Lebens erlebt hat,
keine Filme mehr großartig gemacht hat, nur dann bei King of Comedy mit Martin Scorsese dann nochmal erstmal wieder aus der Versenkung rausgekommen ist und dann andere Filme gemacht hat als Regisseur, so gut wie gar nichts, weil er an diesem Film gescheitert ist, aber auch große finanzielle Probleme gehabt hat und sich wieder hochgerapft hat, also hatte dann auch irgendwann mal keine finanziellen Sorgen mehr. Aber wenn du mich fragst, was ist die traurigste Szene meines Films ist, ist die Klimbim-Szene, wo er da immer noch sitzt und dann irgendwie für 15.000 Mark irgendwie die Schreibmaschinennummer machen muss. Wo ich dann denke, ja, das so schnell passiert es dann. Ne? Ja, die Schreibmaschinennummer musste er immer und immer wieder machen. Ich habe den Eindruck, irgendwie in jeder deutschen Unterhaltungsshow damals ist er aufgetreten von ARD und ZDF. Lars, when you see what Eric has done with this. One of your colleagues is talking about revenge. He wanted revenge because you didn't hear anything by Jerry Lewis afterwards, after he left. No. Is this a motivation still, or can you make, can you close the chapter which Jerry Lewis never closed? Yeah. First of all, I must say I have worked with a lot of Swedish comedians, great ones, and they all have a desire to play serious parts. I don't know why, but they're great comedians, but they want to play. I mean, we have funny guys who played... it's from The Police, an English play. The police is Godfather. And when he came on stage as God, the public was, it's a desire from them to be a little more serious. I don't know. But the question was that somebody said it was like a revenge finally to make this film, to see the film. And I think you were the one saying that it was a sort of revenge now to make it. No, it was Jonas. Jonas, yes. Yeah. Ah, okay. We call him. Okay, yes. Was it me? No, it wasn't you. No, it wasn't you. Okay, yes. Yeah, what else was the question? If it was kind of revenge. Yes. This is not, must be an open wound for everyone who was involved. Yes, it was. And with Eric's film now, yeah, is it more or less... Yeah, I think... Can you make peace with it? Yes, I think it's building him up, I think. Can you make peace with it? Can you make peace with it? Yes. Sure. Good. Sure. Because I think it's, there are all aspects of his work and all there is a lot of respect and a lot of warmth for him. Mm. And so I think this is a kind of revenge in that meaning. I'm not good at English. I'm not good in German. I don't know if I'm good in Swedish. No. You're good. You're good. We understand everything, Lars. Don't worry. Don't worry. Eine spekulative Frage zum Schluss. Let's speculate. If it would be possible to have all parts of The Day the Clown Cried, and if Jerry Lewis would have done this 2 years ago, 1 year ago, when he was still alive, or someone in his sense, what kind of movie would we see? And would we understand it in the year 2017 in another way than it might have been in 45 years ago? I think the people will see it as a cinematic, I would say it in German very quickly. Ich glaube, dass die Menschen das sehen würden als ein Kinofilm von 1972 und ein Versuch, diesem Thema durch seine Mittel näher zu kommen.
Ich glaube natürlich, seine Verweigerung, den Film zu zeigen, seine Verweigerung, darüber zu sprechen, die Tatsache, dass auch viele Bestandteile des Films lange Zeit überhaupt nicht auffindbar waren, hat das eben mystifiziert und eben zu diesem Film gemacht. Ja? Aber letztendlich könnte man auch sagen, kann es ein guter oder schlechter Film sein, aber er ist natürlich gedreht in einer Art und Weise, wie man eben auch solche Filme 1972 auch gedreht hat, mit seinen Längen und seinen mit vielen Dingen, die irgendwie nicht immer so nachvollziehbar sind. Also man kann auch, wird vielleicht jemand sagen, der Film ist langweilig. Aber für uns war natürlich der Film spannend, deshalb, weil er so einen Mythos hatte. Und deshalb waren wir so stolz, dass wir diese Ausschnitte gefunden haben. Erst die Fotos, dann irgendwann mal die Hintergrundmaterialien, dann tatsächlich die Filmausschnitte selbst. Letztendlich hat das auch nicht so den Film draus gemacht. Aber wenn du fragst, ob das jetzt der Film ist, wenn wir den Film komplett sehen würden, ich weiß es nicht. Ich glaube, viele Leute würden heute sagen, also es wäre langweilig. Ich glaube, Filmbuffs und Menschen, Cineasten und so weiter würden es natürlich lieben. Aber ich glaube, wegen dem Mythos darum, nicht wegen der Thematik. And they would have said, he imitates Bellini. Ja, ja. Ja. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. He imitates Benigni. Benigni. Ja. Ja. Wenn man bedenkt, Benigni. Dass Benigni, wenn er schließlich war die Serie Holocaust damals auch noch nicht gedreht, 1972. Das stimmt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten noch zur Erhellung des Hintergrundes dieses besonderen Films von Jerry Lewis und dieses besonderen Films, an dem diese beiden Herren hier mitgewirkt haben und den sie für uns aufgeführt haben, beitragen. Ich danke Ihnen sehr und ich danke euch beiden. Danke dir. Und ich möchte noch ganz kurz ergänzen, dass wir im Dezember eine kleine Jerry Lewis-Reihe hier zeigen werden. Also 4-5 Filme ab Mitte Dezember. Genau, sind herzlich eingeladen. Ja.